Oh, hallo. Willkommen zur heutigen Ice Bucket Challenge. Ich habe euch schon erwartet. Mein Name ist Jonas und ich bin von Christian Schulze nominiert worden. Aber das wisst ihr vielleicht auch schon. Und deshalb habt ihr eingeschaltet. Ihr wollt mich nass werden sehen. Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Ich werde es nicht tun. Ich kann mir eure erschütterten Gesichter jetzt genau vorstellen. Was? Ist der Jonas kein Mann von Ehre? Weiß er nicht, was eine Challenge bedeutet? Oh doch, ich weiß genau, was eine Challenge bedeutet. Und deshalb habe ich den Masterplan entwickelt. Und der heißt: Spenden, bis die Schwarte kracht. Oh ja, ganz genau. Ich werde spenden und kein Wasser genießen. Denn in den Regeln heißt es eindeutig: Spenden oder Wasser. Und nicht spenden und Wasser. Und damit liege ich voll in den Regeln. Aber ich habe doch auch Wasser ins Gesicht gekriegt und gespendet. Oh ja, das habt ihr. Und ihr fandet euch so cool und so großzügig gleichzeitig. Aber ich sage euch was. Ihr seid einfach nur blöd. Ihr seid so dumm. Ihr seid so bescheuert. Und ich habe alle eure Videos gesehen und habe mir den Arsch abgelacht. Weil er würde so blöd sein und sich Wasser ins Gesicht kippen, wenn er es auch vermeiden kann. Meine Spende geht an die Ärzte ohne Grenzen. Denn die, das ist eine Organisation, die auch in Ländern tätig ist, in der die Presse gerade nicht unterwegs ist. Meine Nominierung findet ihr hier. Viel Spaß damit. Ihr habt 48 Stunden Zeit. Und jetzt einen schönen Tag noch, ihr Loser. Bis dann.